Hallo und herzlich willkommen zum ersten Christmas Winterland Event 2023 Video hier im Eurojackpot Simulator 2. Ich hoffe, ihr hattet bisher schöne Weihnachtsfeiertage und wünsche euch, falls ihr das Video am Tag raus schaut, bevor es wieder rauskommt, einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Die Umfrage hat ergeben, wir fahren natürlich nicht mit dem DAF XD, sondern wir fahren mit dem Euro. Ja, genau, mit dem Euro Truck Simulator fahren wir. Wir fahren mit dem Mercedes-Benz Actros High Space, Megaspace. Super. Jetzt haben wir natürlich. Toll, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Es gab nämlich vorher nur zwei LKWs, als ich die Umfrage gemacht habe. Der günstigste war, glaube ich, der hier, der Megaspace wird das gewesen sein. Ich glaube, es waren erst nur die beiden. Das passt auch vom Zustand her. Diese beiden waren nicht da. Das heißt, wir nehmen den hier. Hallo? Wir nehmen den für 48.600. Mit einem schlechten Zustand, mit, mit 3/4 Millionen Kilometer Stand. Da muss noch gut was gemacht werden, was die Reparatur betrifft. Der hat schon einen ganz guten Motor. Ich würde sagen, wir kaufen den und packen den in. Glaube, das müsste Rom sein. Nee, interessant. Dann ist das dann halt Toulouse. Haben wir den gekauft, dann wollen wir den LKW natürlich. Was? Status? Status ist nichts gut, okay. Wahrscheinlich. Dann wollen wir den mal aufrüsten. Ich wollte gerade sagen, wir können den ja auch reparieren. Genau, ich wollte jetzt eigentlich nur gucken, okay, ja, das Beste vom Besten. Da, okay, zumindest ein 12-Gang-Getriebe. Also für Standard gut, was brauchen wir ja auch nur? Die Trust Edition. Dann brauchen wir natürlich ein winterliches, ne? Den winterlichen Paint Shop. Inhalte aus Steam Inventar. Da haben wir Winterblast, das wäre das einzige. Aber ich glaube, es gibt auch ein Christmas Event. Genau, Christmas Paint Job. Ja. Also entweder das. Full Steam Center. Meine Güte, reden ist schwer. Santa Trucker, Night of One, das ist natürlich, das habe ich also sonst eigentlich immer genommen. Irgendwie, wenn man das jetzt so anschaut, dann wirkt das doch schon ziemlich wie das, was wir jetzt gerade haben. Da haben wir noch den Weihnachtsspirit, Santa's Bag. Ich glaube, das passt doch ganz gut für dieses Event. Dann packen wir das noch mit dazu. Gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwie. Oder wollen wir den noch ein bisschen verändern? Ja, ich würde sagen, das nehmen wir. Kostet ja genug. Nochmal 200 durch 1000 oben drauf. Und ich hab's vergessen. Die Winterkugel von ETS 2. Dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ein. Und wie ihr sehen könnt, hat es auch in ETS 2 geschneit. Ich würde gerade sagen, so schlimm ist es noch nicht, aber da war ja was. Eine Werkstatt haben wir hier natürlich nicht, glaube ich. Deswegen. Wir haben da eine Werkstatt. Wir fahren einfach noch mal kurz zur Werkstatt Lass uns loslegen. und schauen, was man so machen kann. Ist schon ganz schön lange nicht mehr. Ich glaube, damals, als ich noch im Mercedes gefahren bin,
Ich muss lügen, aber ich glaube, da gab es noch keinen V8. V8 vor allem. Keinen V8-Motor. Für die alten LKWs. Oh mein Gott, ich weiß, was mir fehlt. Okay, lass uns eine neue Route prinzipiell, finden. Navi. Aber hey. Kriegen wir auch so hin. Rechts abbiegen. Und dann rechts abbiegen. Ich muss schon sagen, gefällt mir. Ich finde eine neue Route. Muss dazu auch sagen, ich bin auch nicht bisher nicht ist das gleich Tuning Pack mäßig. Seitdem es draußen ist, bin ich nie. Oh, ich muss rechts abbiegen, nicht links. Bin ich nie mit dem. Warum haben wir so viel nicht Verkehr? Also was ist so wenig? Warum haben wir gar keinen Verkehr? Sass. Biege nach rechts ab. Ich hab schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Wo müssen wir jetzt hin? War ich wie im Kreis? Ja, auf einmal bin ich seitdem das Pack draußen ist. Ey, wir sind noch mehr als den Umweg gefahren. Ja, minimal. Bin ich halt nicht im Pack gefahren. Rechts abbiegen. Habe ich keinen Schwack gefahren. So, meine Güte. Ich weiß gar nicht, wann ich mir das Pack überhaupt geholt habe. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Aber das ist schon ewig her. Und da haben wir die Werkstatt. Und dann links abbiegen. Schauen wir mal, wie viel es kostet. Und dann gucke ich nochmal, dass wir wirklich Traffic haben. Weil es wäre blöd, wenn wir keinen Verkehr mehr haben. Wartung, damit wir nicht ständig irgendwie alles reparieren. Okay, alles tauschen. 136.000. Okay, wir müssen nichts reparieren. Das wäre nur mit tauschen und das sind. Ist eine Menge. Machen wir nicht. Wir machen nicht alles. Wir fangen von oben an. Das reparieren wir. Ja, wobei, lassen uns das. Machen wir mal 60.000. 60.000 gehen klar. Dann haben wir das, dann fehlt noch Karosserie und Räder. Und dann. Ich wollte schon gerade fragen, warum wir jetzt. Okay, wir haben doch Verkehr, never mind. Dann gucken wir nochmal Auftrag. Hat das schon lange noch gedauert hier, ne? Natürlich ist Rom schon durch. Und wir sind, glaube ich, nicht nah genug an Thermi dran. Wenn wir nah genug an Thermi dran sind, dann können wir das von Thermi fahren. Ansonsten. Ja, dasselbe wie ein ETS, wie ein ATS. Muss ich mich schnellreisemäßig auf die eine oder andere Art und Weise gen Norden teleportieren. Und das sieht auch so aus. So. Und da sind wir in Terni. Und können von hier aus schauen. So. Sehr schön. Christmas Clockwork Motors zu Rudolfs Crafts. Das ist ja auch sehr blau. Genau, zur Chocolate Factory war ich schon. Das heißt, wir werden dann jetzt hier 2 von 5 und 2 von 15 haben mit der Fahrt zum Arts Workshop. 53 Kilometer. Wahrscheinlich, gut, wir schätzen eine andere Strecke, ne? Also wir müssen ja nochmal hier nach da fahren. Schauen wir mal. Haben wir von ATC die Christmas Clockwork Motors zu Rudolfs Crafts im Winter. Reich wird man hiermit natürlich nicht, mit den Aufträgen. Aber wir sind ja nicht da, also eigentlich schon. Aber nicht auf Teufel komm raus, demnächst links abbiegen. Geld zu verdienen. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. So, warten wir, bis wir durchkommen. Also lange. Nicht zu AC. Biege nach rechts ab. Route neu berechnen. Belastend. Demnächst rechts abbiegen. Dann fahren wir doch nochmal hinfahren.
den Umweg. Weil zuhören ja verdammt schwierig ist. Wie wir gerade gemerkt haben. Das ist sogar ein richtiges Abbiegen. Das heißt, es gab schon beim Italy, beziehungsweise beim Bella Italia DLC schon solche Industriekomplexe. Wobei es ja eigentlich nicht ein Industriekomplex ist gerade jetzt, also ist quasi ein Industriekomplex, aber es wirkt ja eher so, als ob es ein Industriekomplex von ACC ist. I don't know. Und hier haben wir das gute Stück im Overwatch-Simulator. Wunderbar. Und ich würde sagen, gut, auch wenn es eigentlich weiß besser wäre als vom Kontrast her jetzt, aber passt doch. Da weiß man genau, was Sache ist. Bei dem Paintjob. So, dann fahren wir jetzt. Ich muss ja das Portal selber auswählen. Fahren wir einfach mal nur 15 Kilometer in der Overworld quasi. Ja, rechts abbiegen, links abbiegen. Rechts abbiegen. Fahren wir diesmal den Weg, den wir nicht gefahren sind gerade eben. Biege nach rechts ab. Danke für die frühe Info. Ich habe es auch schon ohne dich gemacht und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir auch in dem alten Truck hier schon eine Trip Distance haben. Die 5,0. Aber rechts abbiegen. Reine Spekulation. Scheinbar springt das wahrscheinlich nur pro Kilometer. Wie läuft zumindest so? Nach rechts ab. Okay. Schön eng. Durch die Büsche durch. Links abbiegen. Ja. Links abbiegen. Im pro Kilometer Schritt. Bisschen weit raus. Okay, doch nicht. Es wirkte nur so. Biege nach rechts ab. Oha. Das sieht ja auch nice aus mit dem demnächst links mehr oder weniger zugefrorenen. Biege nach links ab. Also mit dem Schnee und so hat's echt schon, ne? Also das passt doch. Wie die Faust aufs Auge. Da kommt doch schon ein bisschen mehr. Im Anführungszeichen Weihnachtsfeeling auf. Was? Wie viel die erste? Nimm ja, diese Ausfahrt. Ja, klar. Wir wollen ja auf die Autobahn. Demnächst rechts abbiegen. Wollen wir auf der Autobahn? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Biege nach rechts ab. Mir gefällt das schon, also lange nicht mehr mit dem Actros gewesen, ich glaube schon Ewigkeiten nicht. Das sind wirklich Ewigkeiten. Ah, der Blinker-Sound, der ist schon nice. Aber ja, schon fast vermisst, wie schnell war ich da an? Und darf ich fahren? 70.
Ja, da ist das Navi dann doch schon wieder hilfreich, ne? Ja, dann hier wäre schön durch die verschneite italienische Landschaft fahren. Rechts abbiegen, okay. Biege nach rechts ab. Und dann dürfen wir schon gleich beim Portal sein. Ja, da haben wir schon das Portal der Begierde. Wir sind heile angekommen. Also nur Snowflakes sehen. Da haben wir das Portal. Okay. Fahren wir auch vernünftig und fahren von der anderen Seite rein. Und liefern dann die Motoren ab. Ist doch auch cool mal, dass sie jetzt für dieses Event nicht nur eine einzige Fracht haben, wie Christmas Treats zum Beispiel. Nee, Halloween Treats war es ja. Finde ich cool, dass es verschiedene Frachten gibt. Ich meine, macht ja auch jetzt in diesem Fall Sinn, wenn man 5 verschiedene Ablieferungsstellen hat, die man anfahren soll, dass es dann auch mindestens 5 verschiedene Frachten gibt. Und wir haben jetzt hier tatsächlich sogar ein bisschen mehr. Ich glaube, es ist nicht ganz so dunkel wie sonst. Wait, sind wir genauso da, wo wir in ATS auch waren? Nee, sind wir nicht. Beim letzten Mal sind wir hier gespawnt und diesmal sind wir jetzt hier gespawnt. Ah, okay, nee. Ich wollte gerade sagen, ich verstehe warum, aber ich verstehe doch nicht warum. Wobei ich könnte mir vorstellen, dass das... Ich weiß nicht, wie die Teleportpunkte... Schau, da kommen 38 Kilometer, 1,5 Stunden. Okay, wie wir auch jetzt hier sehen können, der Unterschied, also gut, ich hätte noch einen Physics-Mod reinpacken können zum Frosty mit der Mod, aber hier drehen die Reifen halt auf alle Fälle durch. Zumindest wirkt es so. Ah, es ist doch cool mit dem Sound. Mit dem knirschenden Schnee. Wir fahren jetzt einfach mal mit. Ich weiß nicht, würde schon einfach mit 50 geht auch schon gut klar. Man muss halt nur rechtzeitig dann abbremsen, was jetzt in diesem Fall vielleicht schwierig wird. Ich hoffe ja, dass das Navi, also das habe ich jetzt gerade eine ATS, ja doch, ging glaube ich, dass man angesagt bekommen hat, wie es jetzt gleich weitergeht. Wie viel Temperatur haben wir? Minus 34 Grad. Wir sind hier wahrhaftig im rutschig. Im Winter Wonderland. Da macht das mit dem Teleporten halt auch schon Sinn, denn es ist halt doch schon sehr frostig, also schon. Und das Navi sagt natürlich nicht an, wo wir lang sollen. Ich dachte, es hätte es getan. Okay, die nächste rechts und dann sind wir auch schon da. Und dann schauen wir uns auch hier in diesem Fall dann an. Weiß nicht, ob da wieder eine Bahnhofstation ist, die als Viewpunkt dargestellt ist, aber werden wir ja gleich sehen. So, jetzt hier wieder rechts abbiegen. Kommt das mir so vor, oder ist es ein ETS 2 lauter? Der Schneesound, das Knirschen des Schnees. Wollte die Einschlüsse noch anders. Auch wenn ich dachte, ich habe eigentlich das übernommen. Vielleicht sind die Audioeinstellungen doch noch anders. Vielleicht habe ich es doch vergessen. Kann man nicht ausschließen. Fahren wir richtig? Ja, wir fahren richtig zum Arzt-Workshop. Ich glaube, ich musste sogar nach dem Arzt-Workshop vorbeifahren, um diese Sehenswürdigkeiten in Anführungszeichen aufzudecken. Gehen wir hoch auf 45.
ist ja doch mehr oder weniger jetzt relativ gerade. Also klar, hauptsächlich Kurven, aber langgezogene Kurven, die man, glaube ich, doch schon ganz gut handeln kann. Retarder sollte ja eigentlich auch funktionieren. Also härter greifen, okay. Härter greifen als jetzt beim Canvas T680. Der ja halt einfach wirklich gar nicht funktioniert, weil es halt nur das Vanilla-Getriebe gibt. Oh, schön, okay, die alten Fahrzeuge. So, ich denke mal, wir müssen gleich rechts oder so. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es cool mit dem Schlitt zu laufen. Wir müssen nach links, aber wir schauen uns das Eislaufen, das Schlittschuhlaufen natürlich, nicht das Eislaufen. Schauen wir uns natürlich nochmal genauer an, indem wir hier über die schöne Brücke fahren. Ich muss es doch sagen, landschaftlich ist es echt cool gemacht. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Weihnachtsmusik. In diesem Fall eine Version von Jingle Bells. Das Rudolfsdorf haben wir hier. Oh, sogar mit mehr oder weniger mit einer Sprungschanze da. Gut, ist natürlich nur ein Schneeberg, aber vielleicht auch nicht so smart, die Sprungschanze zu nehmen. Und da fließt das Wasser sogar noch. Ich dachte, das wäre auch so gefroren. Aber okay. Da kommen wir gerade her. Ist gerade so ein bisschen. Ich glaube, wir haben gerade eine Morgendämmerung. Ne? Wir haben jetzt gleich ganz kurz Tag so für ein, zwei Stunden und dann gehen wir dann wieder unter. Verschwinden wir hinter den Bergen. Das ist aber eine lange Frequenz. Aber cool mit dem Schlittschuh laufen. Ja, das gefällt mir schon kurz gut, das Winterland. Haben sie gut umgesetzt. Also das, was ich bisher gesehen habe. 2 von 5. Nein, von uns mehr oder weniger. So, jetzt müssen wir hier rechts abbiegen. Und dann sind wir schon beim Art Workshop war es, glaube ich. Der Arts Workshop, genau. Erst auch mal beim Arts Workshop. Wirkt so ein bisschen wie ein Souvenir Workshop. Also wie ein Souvenir Shop, natürlich. Also Souvenir Workshop, ja. Ein Souvenir Shop. Jetzt schalten wir den Motor aus. Aber das sieht doch ganz cool aus. Schön geschmückt. Dann laden wir mal die Fracht ab. Ausgezeichnet Christmas Clockwork Modus von Terni nach Arts Workshop geliefert im Winterland. Gefahrenstrecke 60 Kilometer, Dauer 16 Minuten. Kraftstoff 42 Liter, das war der 175. ETS 2 World of Trucks Auftrag, der erledigt wurde. Es sei denn, ich habe schon vorher erledigt gesagt, dann vergiss, dass ich nochmal erledigt gesagt habe. Dann würde ich sagen, fahre ich nochmal eben kurz da zum Schlittschuhlaufen hin. Und dann. Ich habe es doch eigentlich schon vorgelöst gehabt, die Gefäßschabung, aber okay.
Und dann gucken wir mal. Wobei, wir können auch eigentlich hier halten. Ja genau, da gucken wir mal. Dann, halten wir mal hier vom Weihnachtsbaum. Und dann würde ich sagen, fahren wir dann in 2 Tagen, fahren wir dann weiter. Sprich am 27. also an ungeraden Tagen, geht es zumindest im Dezember mit ETS 2 hier vom Christmas Winterland Event 2023 weiter und im neuen Jahr halt dementsprechend dann an geraden Tag. Denn wir haben ja 2 ungerade Tage in Folge am Ende des Dezembers. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch schöne Weihnachtsfeiertage oder ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und dann sehe ich euch im nächsten Truck Simulator 2 oder ATS Christmas Winterland Event Video hoffentlich wieder. In dem Sinne, mach's gut.